Hallo iPod-Freunde, willkommen zu einem weiteren Tutorial von die Jailbreaker. Heute zeigen wir euch, wie ihr Installus installiert und dann erklären wir es euch nochmal. Also was ihr braucht, ist halt den gejailbreakten iPod und natürlich schon Cydia. Dies haben wir euch in den Teilen davor schon erklärt. Ja, dann starten wir jetzt erstes Cydia. Das Internet muss natürlich an sein. So, jetzt müsstet ihr eigentlich den Startbildschirm kommen, dann klickt ihr hier unten auf Verwalten und dann auf Quellen. So, weil ihr habt die Quelle jetzt noch nicht, die ihr braucht, und die fügt ihr dann einfach hinzu, und zwar auf hier oben rechts bearbeiten und dann hier oben links auf Hinzufügen. Und jetzt öffnet sich etwas, steht HTTP, dann diese komischen Striche da. So, und dann gebt ihr einfach ein, ich buchstabiere es jetzt mal, falls man es nicht lesen kann. Also Cydia, Cydia, Punkt. Hakulo, also Hackulo, Punkt US. Ja, die Adresse schreibe ich nochmal in die Description mit rein. Ja, und jetzt klickt ihr einfach auf Quelle hinzufügen. So, damit kommen wir zum problematischen Teil dieses Tutorials. Und zwar ist diese Quelle illegal. Installus ist auch illegal. Zwar glaube ich, dass man es zeigen kann, wenn man damit nichts macht, ist es nicht illegal. Aber sobald man sich irgendwas runterlädt, macht man sich jetzt strafbar. Aber wenn ihr es wollt, also machen wir jetzt trotzdem hinzufügen. Rechts draufklicken. So, und jetzt lädt er die Quelle runter. Ja, zum Aufbau, also wir werden normale iPod-Tutorials reinstellen, aber jetzt auch noch welche, die halt illegal sind. Wir downloaden halt nichts, aber wir zeigen euch nur, wie ihr die installiert und was ihr damit machen könnt. Ja, und die sozusagen illegalen Videos sind ja nicht richtig illegal, aber schon so ein bisschen. Ja, die schreiben wir halt mit dem Buchstaben A, B, C und so weiter vor und nicht mit den Zahlen. Ja, so jetzt zeigt er hier zwar eine Error-Meldung an, aber eigentlich müsste er jetzt trotzdem es drauf haben. Also die Quelle. Ich weiß nicht, ob es nur an meinem iPod liegt oder generell an den neuen, weil in letzter Zeit kommen immer Fehlermeldungen beim Quellen hinzufügen. Aber trotzdem sind sie eigentlich immer da. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Jetzt kommt wieder eine Error-Meldung, aber einfach OK drücken. Mal gucken, ob es funktioniert hat, aber eigentlich müsste es klappen. Und das mit den Fehlermeldungen ist auch erst vor 2 Wochen gekommen, davor hat es bei mir auch alles einwandfrei geklappt. So, jetzt auf Cydia, zu Cydia zurückkehren. So, und da seht ihr schon, da oben habt ihr jetzt hakulo.us als Quelle. Klickt ihr da einfach mal rauf. So, jetzt habe ich hier schon ein paar Sachen installiert. Ist aber nicht, eigentlich gar nicht so wichtig. Und jetzt seht ihr hier, kann ich nochmal ranmachen ein bisschen. Sonst vielleicht kennt man es schlecht, da Installus 4. Klickt ihr darauf. So, damit installiert ihr halt Installus. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach hier oben rechts auf Installieren klicken. Nochmal oben rechts auf Bestätigen. Und schon lädt er sich das runter. Dauert wieder eine kleine Weile. Ja, in der Zeit kann ich ja noch kurz was zu Installus sagen. Installus ist eigentlich wie der App Store. Bloß, dass es da
was lustigerweise so ist. Es gibt, glaube ich, gar keine kostenlosen Spiele da, sondern nur welche, die was im App Store kosten. Und die könnt ihr euch da aber kostenlos runterladen. Das heißt, es ist eigentlich illegal, also es ist nicht eigentlich, es ist illegal, die runterzuladen. Ja, wenn ihr es macht, macht ihr es auf eure eigene Gefahr. Wir haben damit nichts zu tun. Wir stellen euch halt nur das App vor. Ja, wir benutzen es auch nicht. Muss jeder selbst entscheiden. Und irgendwie ist meine Internetverbindung gerade langsam. Sehr, sehr langsam. Und jetzt müsste es eigentlich. Ne, jetzt installiert er noch, ja, aber klar. So, jetzt ist er fertig. Jetzt müsste eigentlich. Kommt schon Respring? Ne, nur zu Cydia zurückkehren. Ja, okay. Ja, jetzt habt ihr es halt installiert. Jetzt könnt ihr auf den Home-Button drücken. Und schwupps, kommt da oben. Es seht ihr schon Installos. So, jetzt klickt man darauf und jetzt kann ich euch ja noch was zu Installus erklären. Also das hier ist der Homebildschirm von Installus. Die runterscrollen für News und sowas, wenn ihr es braucht, wissen wollt. Ja, hier oben könnt ihr halt in der Einstellungen, könnt ihr halt verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel mit iTunes synchronisieren, dann die Spiele, dass die bei iTunes sind. Ich glaube, ihr könnt. Nee. Ja, hier gibt es halt noch ein paar Einstellungen, aber ich habe sie selber noch nicht durchgeguckt. So, dann hier unten sind die Kategorien. Jetzt lädt er die noch kurz. So. Ist halt wie im App Store, All Applications. Dann gibt es hier verschiedene Education, Games, Lifestyle, Music, alles was es im App Store auch gibt. Ja, dann klickt er halt zum Beispiel auf Games drauf. Seht ihr wieder. Und jetzt habt ihr jetzt hier drei Kategorien nochmal, aber es hat er jetzt irgendwie geändert. Ich weiß, ich gehe mal auf Beliebtheit. Sind halt die beliebtesten Games zurzeit im App Store unter Games. Ja, hier wie ihr zum Beispiel seht, ich könnte schon Angry Birds, Angry Bomb. Ja, eigentlich. Alles runterladen, was ihr wollt. So, und wie ihr das macht, also ihr geht einfach zum Beispiel auf Angry Birds, dann auf Download. Ah, okay, die haben es jetzt verändert. Ja, jetzt habt ihr hier halt eine Liste von Servern, wo ihr das runterladen könnt. Welchen ihr nehmt, euch überlassen, ich kenne mich damit nicht aus. Wir wollten euch das halt nur vorstellen. Ja, was gibt es noch? Suchen gibt es halt noch, dann könnt ihr eingeben. Weiß ich, einer hat ja schon nach Tiny Wings gefragt, deswegen kann man es ja einfach mal eingeben. Tiny Wings. Wenn ich es jetzt nicht falsch geschrieben habe. Kommt es da oben schon. Da, Tiny Wings, könnt ihr halt auch wieder Download klicken und euch irgendeinen aussuchen, irgendeinen Server. Ja, unter Downloads findet ihr halt gedownloadetes und Updates sind halt nochmal Updates. Ja, und das funktioniert eigentlich auch bei anderen Kategorien. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Education klickt, dann weiß ich hier im Math Academy. Könnt ihr jetzt auch hier oben auf Download gehen und euch dann irgendeinen Server aussuchen. So, das war es eigentlich schon zum Thema Installos. Ja, weitere Updates werden folgen.
Welches App wir euch genau vorstellen, wissen wir noch nicht, weil wir wollen so eine chronologische Reihenfolge aufbauen. Das heißt, dass ihr euch nicht das letzte App runterladet, also das Unnötigste, und davor war, also dass es davor noch bessere gibt. Deswegen machen wir es chronologisch. Ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch abonnieren. Gut, bis zum nächsten Mal.